Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism Tutorial. In dieser Episode geht es um den Chemical Oxidizer. Da ist er nämlich und der Chemical Oxidizer hat insgesamt 4 Infused Alloys. Also wir benötigen dafür 4 Infused Alloys, einen Basic Chemical Tank, 2 Basic Control Circuits, eine Personal Chest und ein Dynamic Tank. Und der Chemical Oxidizer, wir machen mal einen Rechtsklick, benötigt auf jeden Fall erstmal Strom, das ist natürlich ganz klar. Und wir haben verschiedene Rezepte hier drin in unserem Chemical Oxidizer. Das heißt, wir können einmal Antimaterie herstellen, wir haben die Möglichkeit Fissile Fuel herzustellen, wir haben die Möglichkeit Sulfurdioxid herzustellen, Lithium, Gaseous Brein oder Brin und Uraniumoxid. Alles Gase, auf jeden Fall. Und im Grunde genommen macht der Chemical Oxidizer aus ganz normalen Rohstoffen Gase. Also eine coole Sache auf jeden Fall. Das heißt, wir könnten jetzt hier Gaseous Brine herstellen, indem wir Salz hier dann dazu packen und erhalten damit einen kleinen Teil an Gaseous Brine. Also 15 Millibuckets kriegen wir hier aus dem Salz heraus, aus einem Salzteil. Das deckt allerdings bei weitem nicht das, was irgendwie notwendig ist von dem Gaseous Brein. Das heißt, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein an der Stelle. Auf der anderen Seite können wir auch Sulfurdust auf jeden Fall herstellen. Und der Chemical Oxidizer ist, soweit ich bisher gelesen habe, auf jeden Fall notwendig für die T4-Produktion in Mechanism. Das bedeutet, dass wir die Erzverfünffachung damit machen können und dafür wird der Chemical Oxidizer und nämlich auch dann das Sulfurdust bzw. Sulfurdioxid dann auch noch benötigt, aber das schauen wir uns in einem anderen Video an. Und wenn euch das weiterhelfen konnte, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Lasst ein Like und ein Abo da am besten und bis demnächst. Ciao.